Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind, ich glaube, nur ein oder zwei Sprünge weiter als beim letzten Mo. Hier beim A-Stern. Ich habe schon wieder einen Mond im Visier, wo es Biosignale gibt. Nur zwei, aber es interessiert mich gerade Mo, was für Signale. Ja, gestern bin ich nochmal auf dem Planet gelandet. Ammoniak-Atmosphäre, sechs Biosignale. Ich habe nur drei gefunden. Das war ein bisschen enttäuschend. Was andere war Concha, Fungoida, noch was anderes. Ich habe es nicht gefunden. Es war furchtbar. Das Concha war, keine Ahnung, ich glaube, das war nur auf der Nachtseite oder so. Da habe ich dann, ich habe gar nicht die blaue Flecke gesehen. Und Fungoida, da waren die blauen Bereiche alles, nur nicht das. War furchtbar. Naja, dann halt nicht. Dann gucken wir einfach mal, was wir hier haben. Wenn es nur Bakterien und Tussox sind oder billiges Stratum, auch egal. Wir müssen hier immer neue galaktische Sektor. Also von den Biosignale her. Und einfach mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück und wir kennen irgendwas nicht. Das wäre es hier noch. Was gibt es sonst Neues? Ich bin gerade dabei, mein Programm kaputt zu machen, endgültig. Es hat keinen Wert mehr, ich mache alles kaputt. genauer, ich baue um. Ich baue groß um. Ich habe es mal gedacht. Ich baue mal die Benutzeroberfläche komplett um. Also weiterhin Qt, wird auch weiterhin mit Windows laufen. Da ändert sich nichts, nur am Aufbau. Da will ich jetzt, ja, ich will ein paar Sachen besser machen. Weil momentan ist ja so, wenn das Programm sich öffnet, dann wird quasi alles initialisiert, was man braucht. Die Einstellungen, alles für die Statistik, Datenbankverwaltung, bla bla bla. Alle Elemente sind direkt da in verschiedene Tabs. Das wird jetzt anders. Und zwar alles, was man nicht braucht, wandert in ein neues Menü oben. Also ganz normales Menü, was man von Programmen kennt. Dann geht halt immer ein neues Fenster auf und da kann man zum Beispiel die ganze Einstellung tätigen. Das hat den Vorteil, dass ich diverse Datenbankabfrage nicht beim Programmstart machen muss, weil die brauche ich erst, wenn ich das Fenster öffne. Also ja, wird das Ganze hoffentlich ein bisschen schneller. Also brauche eventuell nicht dann so viel Speicher, würde ich auch mal behaupten, weil nicht alles da ist. Und der Code wird übersichtlicher. Und da bin ich gerade bei, das Ganze ein bisschen zu planen und anfangen umzusetzen. Momentan ist noch alles kaputt, weil das ist, ich kann ein paar Sachen danach gerade optimieren, die sind jetzt im Nachhinein nicht mehr so optimal, wie es mal war oder wie ich mir das gedacht habe. Okay, gut, das ganze QT-Gedöns ist alles komplett Neuland für mich. Da ist es eigentlich völlig normal, dass du irgendwann merkst, ach nee, das hätte ich besser anders da gemacht und das kann ich in dem Zuge auch gerade machen. Ja, das habe ich mal gedacht. Man hat ja sonst nichts zu tun, fang schon doch mal einfach damit an. Das wollte ich immer mal machen und ja, habe ich einfach mal mit angefangen. Das dauert dann zwar noch eine ganze Ecke, aber man kann nicht fertig werden, wenn man nicht anfängt, oder? So, Bakterium und ja. Ja, gerne, gerne. Das ist cool. Hätte ich es nicht erwartet, dass mal Bakterium und Tubus haben. Das ist cool. Hat sich doch gelohnt. Ja, wie gesagt, das dauert noch ewig. Ich muss erstmal gucken, dass ich das alles umziehe, neue Fenster mache und man könnte eigentlich auch tun in den Krater. Das ist ja immer gut. Warum? Die müssen wir eventuell noch ein bisschen anpassen, damit wir da überhaupt drin kommen. Krater sind immer gut. Ja, das da passt. Oder sind Krater gut? Stimmt. Ja, das geht. Das geht. Genau, also wie gesagt, ich habe erst eigentlich heute angefangen. Und tja, das Ganze wird dann ein bisschen übersichtlicher dann. Ja, ich würde auch einfach nur in dem Tab mit der Einstellung, ich würde keinen Platz mehr. Falls irgendwo ein neues Feature zukommen sollte, ich hätte keinen Platz, was das unterzubringen. Und wenn das Ganze halt im neuen Fenster aufgeht, dann machst du das Fenster größer, dann machst du Platz. So kann ich noch diverse Funktionen, die jetzt auch in dem Fenster sind, rausziehen. Und woanders dahin packe. Also das wäre dann, denke ich mal, für mich auf jeden Fall besser.
Das ist doch die Hauptsache. Der, wo es benutzt, muss ich halt umgewöhnen. Ah gut, wenn die, ich ändere nichts. Die Instellung bleibe dieselbe, da fasse ich überhaupt nichts an. Da wird nichts geändert. Es sieht nur ein bisschen anders aus. Wenn man das Ding irgendwo hingestellt hat, dann ist ja auch gut. Mach schon nicht alle 10 Minuten. Ich zumindest nicht. Insofern soll das auch kein Problem für die Nutzenden sein. Falls der Ossi jetzt gerade schon mit einem Herzinfarkt ringt oder so. Könnt ihr Sinn. Also keine Panik. Hoffe ich mal. Ja, ansonsten mehr dazu, wenn ich mal ein bisschen weiter bin. Wenn mal irgendwas geht. Jetzt gucken wir als erstes mal, dass wir Tubus finden. Das wäre Pflicht. Die will ich haben. Bakterie ist dann so eine nette Zugabe. Die nennen wir natürlich auch, aber... Ja. 0,06G. Yay. Okay. Oh, ja. Komm mal hier. Ja, komm zu Papa. Da. Das wollte man. Oh, ich glaube, die kennen wir schon, oder? Tubus Compagibus Indigo. Ja, kennen wir schon, aber die Farbe ist neu. Weil neuer Codex-Eintrag. Ich weiß auch schon gar nicht, wie viel Geld die bringe. Egal. Die nehmen wir gerne. Also die scheint es hier dann auf Schwefeldioxid-Planeten zu geben. Nehme ich mal stark an. Hier kommen wir sporadisch, sind die 8 Tor. Und ich würde sagen, die holen wir ganz einfach. Mit dem Raumschiff Tor. Gibt es jetzt keinen Grund für unser. Guck mal hier, die Blätter sind interessant. Von außen sind sie schwarz, von innen sind echt orange. Mhm. Nicht schlecht. Ach ja, 7,7 Millionen. Ja, ich glaube, das kann man haben. Oh, da könnte ich doch direkt noch auf den zweiten Planet. Ah, Quatsch, das ist noch ein zweiter Mond. Auch mit zwei Biosignale. Hohoho. Und guck mal, hier haben wir sogar... Da holen wir schon mal den Codex-Eintrag ab. Bakterium Aurasus Gelb. Ja, Farbs auch nur hier in dem Sektor. Wunderbar. So, ich glaube, das ist noch ein bisschen nah. Könnte ich mal durchaus vorstellen. War das die letzte hier? Das wäre ungut. Hallo? Hallo, Tubus. Wo seid ihr denn, ihr Tubus-Linchen? Ah, ne, drinnen. Gut. Das passt auf jeden Fall. Oder? Nee. Da hat mich ein Stein, hat mich veralbert. Ach doch, hier. Guck mal. Da fliege ich doch tatsächlich auch nur auf den anderen Mond, wenn das 7 Millionen wert ist. Das ist ja Hammer. Komm zu Papa. Können wir noch machen. Nicht Blätter. Gefällt mir. So, das da ist ein bisschen zu nah. Aber der Hündli, das passt. Guck mal hier, ganz auf. Jawohl, ja.
sehr schön. Dann würde ich sagen, Bakterie. Die nehmen wir auch noch mit, wenn wir schon mal hier sind. So, müssten wir noch mal ein paar finden. Tja. Sind hier so selten oder was? Kommt Hunde war doch auf. Das sind doch da bestimmt auch. Da, oder? War da was? Nee. Ich verguckt. Ah, Döne. Da. Sehr schön. Ja, die Dosen sind nichts wert, aber ja, Kleinvieh und so, wenn wir schon mal hier sind. Sieht sie noch ganz gut. Langt das schon? Ich weiß gar nicht. Der könnte schon reichen, der Tor. Da vorne. Da hat was gepoltert. Das bedeutet in der Regel, dass hier eine Katze steht. Und das bedeutet in der Regel, dass die was will. Mietzi, wenn du noch ganz kurz wartest, dann machen wir noch gerade diese Probe hier fertig. Weil dann wäre ja mal mit dem Planet fertig, dann würde ich, also mit dem Mond fertig, dann würde ich doch noch bei den anderen Mond wohnen. Gerade weil es dann eventuell auch Tubus gibt, die würde ich eventuell noch mitnehmen. Guck mal, da ist schon wieder eine. Ja, Mizi. Dann noch ein bisschen die Kralle schärfe. Ist gut. Guck mal da. Ist sehr schön. So muss das sein. Dann würde ich sagen, ich kann mich dann gerade hier um die Katze kümmern und wir machen uns dann gleich auf zum nächsten Mond. So, da bin ich wieder. Die Katze wurde ausgiebig geschmust und jetzt ist sie raus. Allerdings zwangsweise, weil es essen sie erstmal nicht schmeckt. Da muss man sie erstmal unter Fauche rausgehen. Wenn man sich dann draußen ein bisschen abgekühlt hat, dann geht das wieder. So. Genau. Ich habe den zweiten Mond schon markiert. 5 Lichtsekunden. Das ist okay. Hallo? Genau. Frameshift Drive bitte. Und dauert das ein bisschen lang. Würde ich sagen. So, also erstmal von dem Ding hier weg. Auch schon markiert. Das ist sehr schön. Ich bleibe aber gerade auf dem Winkel. Das passt. So kann ich euch mal noch schnell das System zeigen. Hier ist mal bei dem A-Stern, da unten ist noch ein bisschen Kleinkram und ja, mir war hier und dann geht's hier hin. Und ja, Kohlendioxid 2. Der hier hat keine. Der hier hat 2. Was willst du tun? Nee. Alles gut, nichts Wichtiges. So. Dann gucken wir mal, was es da gibt. Wahrscheinlich das gleiche, wenn man ein bisschen Glück hat. Eventuell mit einem oder anderen Farbe oder so. Hm. Ja,
Ah, das sieh mal klein. So. Okay. So, Geschwindigkeit korrigiert. Passt. Das Problem ist halt, wenn du so vom Mond zu Mond prinzipiell dauert es ja nicht lang, aber du kannst gar nicht richtig Fahrt aufnehmen. Es dauert erst bis du von dem Einflussbereich von dem ersten Mond weg bist und dann bist du auch schon gleich beim zweiten wieder im Bereich drin und bremst schon wieder ab. Aber natürlich kriegt man es auch hier hin, Loop of Shame zu machen. Das ist ganz einfach. Das testen wir aber jetzt nicht. Weil mit ein bisschen Glück wollen wir noch was aufsammeln. So, ja, das werden wir auch schon wieder langsamer. Aber wir sind ja auch gleich da. Ah, okay, wir kommen von der Nachtseite. Das ist gut zu wissen. So, dann könnte eigentlich hier auch eine Sonde reichen. Das probieren wir gerade mal. Jo, Bakterium und Tubus. Wunderbar. Aber bitte, bitte, bitte auf die helle Seite. Das wäre sehr, sehr vorteilhaft. So, dann Krater. Krater sind immer gut, oder? Da haben wir gerade das gefunden. Moment, bisschen Tempo zurück. Ja. Krater sind immer gut. Da finden wir was. Ja, ist mehr oder weniger. Oh, hier, was das so unwirtliches Gebiet und Nebel ist. Naja, da fliegen wir auch lieber in eine Gerade. Das sieht wesentlich besser aus. Schönes Ding auch. Am Kraterrand voll das hügelig unebene Landschaft. Das erinnert eigentlich eher so an die große Planete, an die große Eisplanete, um abends zu haben. Wo es total zerklüftet ist. Hier ausnahmsweise sind wir beim Glenne. Aber Gott sei Dank hier im Krater, hier ist alles gut. Da hat der Asteroid schön irgendwas alles geplättet. Er hat genau gewusst, dass wir mal kommen und hier landen wollen. Na, Moment. Fahren wir mal in die ganze Instellung. So. Auch 0,06G. So, Bakterie haben wir schon mal hier. Codex-Intrag nehmen wir direkt mit mir. Würde aber gerne mit Tubus anfangen. Das sehe ich auch schon. Das ist sehr schön. Bakterium Aurasus Gelb. Das ist leider das gleiche wie vorhin. Das ist aber nicht schlimm. Dido wurde mal eigentlich. Das ist das Interessante. Neuer Code. Oh, Tubus Conifer Indigo. Das ist neu. Okay. Ja. Ja. Tubus Conifer. So, keine Ahnung, ob man. Sieht man dann wahrscheinlich jetzt, wenn man das Ding angucke. Aber es ist interessant, dass hier eine neue Tubusart ist.
Hätte ich nicht erwartet. Ach guck mal, ja, die haben hier so Blätter, die du. Ja, die kennen wir aber. Okay, nur halt nur in dem Sektor. Ja, guck mal, da, ja, das sind die, die. Ich wollte gerade sagen, Stängel. Der Stamm ist auch hier an der Stange. Ja, die bringen nicht so viel. 2,4, aber egal. Und die sehen schon wirklich deutlich anders aus, die da. Was interessant. Gerade Mondnebe dran. Andere Biosignale. Also zumindest Tubus ist anders. Ja, ist uns aber egal. Das ist der Codex-Intrag. Und 2,4 Millionen ohne Aufschläge. Ja, das da müsste eigentlich auch schon reichen, würde ich mal stark annehmen. Jo. Guck mal, scannen wir gerade denn hier. Die Haare. Können wir abmachen, dann können wir für Halloween eine Perücke draus basteln. Waren wir auf dem Carrier Halloween Party, dann kriegt das Putzpersonal gesagt, es soll ein paar Wochen vorher nicht putzen, damit wir halt die Spinnweben machen, die Halloween Backe, die Halloween Dekoration. Gibt es eine Halloween Party mit massig Likör. So, reicht das doch schon. Ist ein Stück Schuh mal gerade geflossen. Wunderbar. So, als nächstes Bakterien. Haben wir da irgendwo was in Sichtweite, wo man hinschauen könnte? Da hin. Das machen wir gerade, weil dann ja, müssen wir nicht mit dem Raumschiff fliegen. Gut, wird wahrscheinlich im Endeffekt sogar schneller gehen, aber so ist so ein bisschen Bewegung tut ja auch gut. Kann schon immer im Sitz vom Raumschiff vorgehen, ab und zu mal ein bisschen rumschauen. Okay, gut, momentan fliehen wir eher. Man muss es mit der Bewegung ja auch nicht übertreiben, gell? Das bisschen Laufe, Anlauf nehmen und dann fliehen, das ist schon okay. So, Bacterium Aurasus Gelb, wunderbar. Yay, juhu. Geronimo! Ach, ist denn nicht schön die Hauler? Das ist ein richtig schönes, kleines, kompaktes Schiff. Das ist, der einzige Nachteil ist halt der kleine Fuel Scoop, aber ansonsten. Sonst ist das ein schönes Ding. Und mit dem Ding gucken wir uns auch Sagittarius A Stern an. Hätte ich die Haule auch nicht gedenkt, dass man nur ans schwarze Loch im Zentrum von der Milchstraße kommt. Naja gut, das waren auch schon Leute mit ohne Carrier mit der Sidewinder gemacht. Insofern, da muss man ja Respekt zollen. Du hast das ja easy, du im Carrier. Ah, guck mal, das ist sogar vorher schon einer. Aber mit der Sidewinder ohne Carrier von der Bubble los und Sagittarius A. Oh, wir können ein bisschen weiter nach vorne. Oh, ist egal. Da, ja, okay, gut, wenn du sie erstmal im inneren Bereich bist, dann geht's eigentlich. Dann kannst du dir vorstellen, der dritte Beagle Point. Ich glaube, da kommt schon mit der Sidewinder gar nicht an, oder? Nee, ich glaube, das geht gar nicht. Oder auf wie viele Lichtjahre kannst du die überhaupt bringen? Wenn du die auf 40 bringen kannst, dann müsste es eigentlich gehen.
Und nein, ich habe nicht vor, das zu probieren. Ich genieße es, dass ich für jeder Zweck und jede Laune mein Schiff dabei habe. Man muss es hier nicht übertreiben. So, und da können wir eventuell nur bei dem hier oder wir gehen auf mal sicher eine Mitte. Das passt auf jeden Fall. Oh, okay, das war ein bisschen sehr heftig, aber Schild hat es noch ausgehalten. Kommen wir da vorne. Wunderbar. Sehr schön. Gut, und damit würde ich doch sagen, das haben wir doch schön hingekriegt. Und ja, deswegen machen wir hier einen kleinen Cut, weil ich von der Richtung aus komme. Hier ist doch so hübsch. Ist doch okay. Genau, dann wünsche ich euch einen schönen Ostersamstag. Also den es ja eigentlich nicht gibt, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Habt ein schönes Osterwochenende und bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.